Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Ancient Relics. Ihr wollt mehr sehen oder mehr zufriedenes Blessing verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. So, ein bisschen ist jetzt endlich mal aufgedeckt und hier die Schlüsselknoten, bam bam bam, hier unten vor allem, müssen auch noch alle eingenommen werden. Hier blockt der Händler, dass die hier nicht sich ausbreiten kann, den nehmen wir hier gleich mal. War hier bei dir noch? Bum bum. Was ist das hier? Und dann war es da drüben. Okay. Archäologische Stätte. Wo ist die Stätte? Bum 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 bum. Wo bist du? Verdammt. 1 XP Land. Wo? Verdammt. Construction complete. Okay. Magnetische Umkehr. Seit es von HRE Mary Plumage erkundet wurde, hat das Magnetfeld von Atyr 5A komplett umgekehrt. Dieses seltene Ereignis hat die Lage der Magnetpole des Monds vertauscht. Glücklicherweise wurden all das von den Sensoren unseres Schiffs erfasst und unsere Wissenschaftler vielen wertvolle Daten beschert hat. Jo, bisschen Physik, ne? Special Project. Wow, Spezialprojekt abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Budlakras hat es geschafft, das schwarze Signal zu isolieren, das von einem Ort tief in der Atmosphäre von Ziobir 6 ausging. Es scheint sich dabei tatsächlich um eine Übertragung zu handeln. Wir haben das durch unsere Übersetzungssoftware gefiltert. Auf dem Bildschirm! Oh! Das ist eine Übertragung. Endlich! Ein wahrlich gutes Treffen, Raumfahrer. Wir sind die Tatnak. Und der Planet, in dessen Umlaufbahn ihr euch befindet, heißt Tolok Rong, die Heimat unserer Ahnen. Es ist immer ein fesselndes Erlebnis, Festkörperwesen zu treffen, selbst wenn unsere letzten Aufeinandertreffen mit eurer Art eher etwas problematisch gewesen ist. Ihr habt zweifellos die Strahlungsgröße bemerkt, die aus unserer Atmosphäre kommt. Tolok Rong liegt im Sterben und falls wir kein neues Zuhause finden, wird unsere Spezies aussterben. Wir haben einen Planeten identifiziert, der für unsere Physiologie passen würde. Wir haben aber keine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Leider bedeuten unsere nicht körperliche Natur auch, dass wir nicht viel in Bezug auf Industrie und Technologie zu bieten haben. Würdet ihr uns helfen? Wenn ihr keine Theorie habt, könnt ihr uns dann unterhalten. Ah, aber ihr seid nicht die ersten Festkörperwesen, die uns einen Besuch abstatten. Andere Raumfahrer haben uns vor 2,9 Millionen Solarzyklen liebenswürdigerweise einen kleinen Hyperraumsender und eine Scanmatrix. Beide Geräte waren auf unserer Physiologie abgestimmt. Zweifellos eine der erfreulichen Begegnungen, die mit eurer Art hatten. Was ist mit einem Planeten passiert? Als uns vor ein paar tausend Zyklen die letzten Festkörperwesen besuchten, lief es nicht ganz so gut. Sie wollten, dass wir zu ihrer Region konvertieren, was wir ablehnten. Dies löst eine Art völkermörderische Reaktion aus, völlig ungerechtfertigt. Bevor wir überhaupt wussten, was passiert, manövrierten sie ihre Flotte in den Orbit und begannen mit einer groß angelegten Bombardierung. Ihr wollt, dass wir eure gesamte Spezies umsiedeln? Ja, und hoffentlich bald. Keine Sorge, es gibt nicht allzu viel von uns. Die meisten Tatnak starben bei der Bombardierung unserer Planeten und die Überlebenden zogen sich tiefer in die Atmosphäre zurück. Die Kommunikation mit der Oberfläche ist von hier aus schwierig und die Strahlung breitet sich aus. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden euch helfen. Pam, pam, pam. Hervorragend. Ich wusste, dass wir zählen können. Die Koordinaten unserer neuen Heimat wurde euch weitergeleitet. Ihr müsst uns versprechen, eure eigene Kolonisten die Beanspruchung dieser verlockenden Welt zu verbieten. Egal, wie stark die Versuchung sein mag. Ach, hier. Was ist das hier? Bam, bam. Umsiedeln. Bam, 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 bam. Muss ein Forschungsschiff hier sein. Okay, 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 okay. Bam, 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 bam. Pause. So, du bist hier am Bauen, du bist hier noch am Erforschen.
Ist gut, du bist hier unten noch weit beschäftigt. Dann. So, du bist an dem hier beschäftigt. Bam. Dann muss ich halt noch schnell eins losdroppen. Korvette, Forschungsschiff. Und einen Anführer. Archäologische Geschwindigkeit. Ich hau dich mal rein. Construction complete. Ja, ein Traum. So, Konstruktion. Forschungsschiff. Start mal an. Komm mal heran hier. System Survey. Erforschen. Complete. Bam, bam. Archäologie-Projekt abgeschlossen. Das fragt der Chat-Kolonist. Kolonieschiff im Orbit von Miro 5A ist größtenteils im schlechten Zustand. Uns hier Archäologen ist aber trotzdem die Bergung der Unterlichtantriebe des Raumschiffs gelungen. Und da die nicht die Lichtgeschwindigkeit erreichten, verließen sie sich bei der Expansion ihres Sternenreichs auf ihre Kälteschlaftechnologien und ihren gut 1000 Jahre andauernden Lebensspann. Du bist am Bauen. Sehr schön. Du kommst hier hin. Dann gleich mal hier runter. Du. Okay, du hast da oben das noch drauf. Dann machen wir dich hier noch so. Bam, 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 bam. Das passt. Dann hauen wir hier auch noch die Bergstation und das noch drauf. Okay, was hast du uns Spannendes zu bieten? Eigentlich nicht viel. Oh, das ist nicht gut. Konstruktionsschiff hier oben. Dann bau mal weiter. Und du musst auch Gas geben. Was haben wir hier? Du musst verbessert. Anomaly found. Erforschen. Construction complete. Warm, nix als warm. D9002 ist teilweise hohl im Inneren der Welt. Erstreckt sich eine dichte Struktur aus einer unbekannten Legierung, die an Honigwarm erinnert. Dort befinden sich unzählige Behälter mit Alien-Genmaterial. Allem Anschein nach ist dies ein Archiv des Lebens, genetischen Aufzeichnungen einer früheren, längst ausgestorbenen Zivilisation. Ein Großteil der DNS ist bereits hoffnungslos zerfallen, aber wir können hier trotzdem noch viel lernen. Ein Traum. So, bam, bam, bam. Blum. Nein, du nicht. Ich habe hier den Flottenmanager. Da haben wir noch 1, 2, 3, 4. Hauen wir 20. Bum, bum. Alle verstärken. Alien-Wattmalereien. Während der Durchführung von Oberflächenscans von Arthur 2 entdeckten Wissenschaftsoffizier Lüthalk und die Besatzung der HRE Mary Plumish einen anscheinend zugeschnittenen, mit Alien-Schrift bedeckten Felsbrocken. Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alien-Aktivität auf dem Planeten gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau diese Wandmalerei bisher gelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Texts vorbereitet. Situation Log updated. So, wo haben wir es? Alien-Wandmalereien. Hier. Bap. Sehr schön. System erkunden, Special Project und dann waschen wir mal hier noch hoch. So. Ein Traum. Und dann hier das noch. Du baust bei 1%. Du bist fertig. Verdammt. Gleich mal weiter. Forschung. Das Energienetz. Forschung. Plasmawerfer. Dann kommst du dran. 3 Monate sind die Railguns am Start. Okay, da habe ich auch noch Platz. Es ist blöd, dass ihr jetzt hier bei mir schon seid. Uiuiui, ui, da kommt der schon. Schlechtel. Schlechtel, die Lächtel. Gut, du bist hier noch. System Survey complete. Bisschen noch, okay. Du bist hier am Bauen. Scientific breakthrough achieved. Gut, die Railguns sind am Start. Bergbau. Plattformen, Jobs, Mineralien.
Was haben wir hier? Fortschrittsfeld der Robotik. Okay. Bergbauarbeiten. Armeeschaden. So. Dann, wo sind meine? Du bist hier. Heimatbasis setzen, in den Orbit fliegen. Affenschießplatz. Der Asteroid 8Y12079 ist übersät mit Einschusskratern. Anscheinend ist es vor grob 2 Jahrtausenden von jemandem für Schießübungen benutzt worden. Restenergiemessungen lagen nahe, dass dort fremdartige Waffen getestet wurden, unter anderem Hyperraumbomben und eine Art von Singularitätsgenerator. Unsere Wissenschaftler hätten Interesse daran, die ungewöhnlichen Energiereste zu studieren. Das können sie doch. Da oben bist du. Forschung drauf. Hier weiterbauen. Oder habe ich das jetzt da? Ja, hier kannst du gleich. Gib mal Gas. Spezialprojekt abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Tabok hat die Beaufsichtigung der Umsiedlung der Dantnak zu ihrem neuen Heimat beendet. Die gasförmigen Wesen wurden mit einem Konvoi ziviler Frachter ausgerüstet und gewaltigen Druckgastanks durch den Weltraum transportiert und dann in der Atmosphäre des Gasriesen freigesetzt. Auch hier uralter Sender und den Scanmatrix wurden mitbefördert. Oh, was war der Angelübertragung? Wir stehen für immer in eurer Schuld. Dieser Planet hat unsere Erwartungen übertroffen. Zum ersten Mal seit Generationen können sich unsere Jungen in der oberen Atmosphäre herumtollen, ohne zu glühen anzufangen. Wir haben beschlossen, unsere neue Heimat nach eurer Spezies zu benennen. Baldar, zukünftige Danak-Generationen werden immer den Namen ihrer Retter kennen. Wir sind Hans. Wirklich, ihr hättet darauf schwören können, dass... Entschuldigung, aber es kann schwer sein, eure Festkörperwesen auseinanderzuhalten. Ich fürchte, für eine Namensänderung ist es jetzt zu spät. Das sieht doch nicht schlecht an, findet ihr nicht? Ja, have fun. Nochmals vielen Dank, liebe Freunde. Mögen euch die atmosphärische Strömung auch immer in der Luft halten. Ja, ein Traum. Wo sind sie denn? Hier müssen sie ja auf dem Planeten eigentlich sein. Ja, passt. Passt. Okay, wo ist der? Ach, da unten ist der. Okay. Der baut noch kräftig. Du bist auch noch am Bauen. Du bist Level Up. Construction complete. Ja, ein Traum. Dann bam, 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 bam. Okay, baue hier die Bergbaustation und dann kannst du hier hin. Spezialprojekt abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Lüthal konnte die auf Adhör 2 gefundenen Alien-Wattenmalereien zumindest in Teilen übersetzen. Der Text enthält eine erstaunliche Menge an Daten. Die Gedenktafel dient zweifellos als eine Art von Low-Tech-Bibliothek. Mit meistens Sinn beschreibt sie das gemalte technologische Wissen einer Alien-Zivilisation, die diese Region der Galaxis vor gut 80 Millionen Jahren dominiert hat. Davon ist uns bereits bekannt, aber die Daten erhalten auch die Grundlagen für mehr Technologien, die wir noch nicht in Betracht gezogen hatten. Hier gibt es genügend Daten, um unsere Wissenschaftler auf Jahrzehnte zu beschäftigen. Wir benötigen jedoch eine orbitale Forschungseinrichtung, um unsere Forschungsbemühungen fortzusetzen. Bam, da oben. Nice. Das ist nice. Construction complete. Ein Traum. So, du bist da drüben, dann wirst du ausgebaut. Wow, verlassenes Sterntor! Am Rande von Atacram wurde eine antike Raumstation gefunden. Die starke Subraumsignatur, die die Station umgibt, zeigt, dass es sich um ein Sterntor handeln könnte, das Teil eines theoretischen Netzwerks von ähnlichen Stationen ist, die irgendwann
für nahezu Sofortreisen zwischen verschiedenen Teilen der Galaxie benutzt werden. Ausgenommen, dies ist ein Sterntor, so hat der gewaltige Zustand des Verfalls es leider unbrauchbar gemacht. Wenn es wieder funktionsfähig wäre, könnten seine Besitzer allerdings möglicherweise auf andere funktionsfähige Sterntore der Galaxis zugreifen und innerhalb weniger Tage riesige Entfernungen zurücklegen. Verblüffend. Trefferpunkt Hülle, Trefferpunkt Hülle, bam 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 bam. Ja, dann machen wir das so. Okay. Ah, es fehlen. Okay. Bam, müssen wir lassen. Ich muss ja bauen, dass ich hier auch schnell rüberkomme. System Survey complete. Okay, ein Traum. Pam, pam. So, was haben wir hier? 5 von 5. Ja, der Chatter-Hochposten. Wir haben auf Tirem 5 mehr riesige Hochposten entdeckt. Diese Hochposten sind mehrere Millionen Jahre alt und wurden ursprünglich wohl von den Jat gebaut. In den letzten 500.000 Jahren wurden sie aber offenbar von mindestens einer anderen Alien-Zivilisation für deren eigenen Zwecke eingesetzt. Die riesigen Parabolantennen sind irreparabel beschädigt. Einige Terminals sind aber noch intakt. Situation Log updated. Ist am Start. Was nehmen wir denn? Vorherrschaft, Sternbasis, Diplomatie, Wohlstand, Harmony. Nein. Bam, Gebäude, Distrikte, Baukosten, Midos, bam, Dominierung, Blocker, Diplomatie, hier drüben, bam, da wird's weitergemacht. Und weiter. Gib Gas drauf. Neuer Kontakt! Interessant, wer? Oh. Wo sind die denn? Ach, da oben, okay. Construction complete. Dum, dum, dum. So. Bist du am Bauen? Ja, bist du. Gut. System Survey complete. Sehr schön. Ah, bloß noch hier oben. Rivalität. Wo war der Hochposten? Bam, gehen zu. Hier, okay. Systemerkunden, Spezialprojekt und dann. Gehen wir hier mal weiter. Bam, 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 bam. Ein Traum. Sup. So. Bum, 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 bum. Den können wir auch noch ausbauen. Verfügbare Jobs 3. Ja, ich weiß. Erforschen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Aufbessern. System Survey complete. Ja, das passt da. Idisch, monolithisch. Antag rammten Dreiast, unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar. Aber Besucher hat es sehr wohl gegeben. Seine Oberfläche ist übersät mit Zenotaphen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es aus dem Planeten nicht gab. Offensichtlich wurden sie hier von einer künstlichen genetischen Rasche platziert. Die fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine derart fantastische Geschichte nach, dass es sich dabei um eine Fiktion handeln muss. Oder? Aufzeichnen. Bom, 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 30 Monokon der Moniten für so, die unser reichem Überfluss gibt. Hat sie gegründet. Boah, ein Traum. Politisch die kommentierten Reproduktionen der auf Antagram 3a gefundenen monolithischen Bilder sind im Hahn-Regime äußerst populär. Viele Bilder sagen, dass sie fanatischen was? Analen ihre Meinung über Aliens völlig verändert haben. Verblüffend. 6 Bewohner erhielten die Ethik Xenophil. Ja, was? Ein Traum, hey. Ein Traum. So, du bist fertig da oben. Das ist ganz tolli toll. Dann kommen wir hier hinten.
Wenn du da fertig bist, dann kann. Construction complete. Nein. Gleich mal weiter. Construction complete. Ja, wissen wir alles. Scientific breakthrough achieved. Gut. Bewohnbarkeit ist hoch. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Planetare Hauptstadt. Ist das ein Gas? Da, 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 da. Dann hauen wir hier mal das hoch. So. Minimalo noch. Ich blicke mal hier drauf. Oh, ist alles ebenbürtig. Ebenbürtig, ebenbürtig, ebenbürtig. Bum, 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 bum. Blärt. Okay. Gut. Dann hat sich das hier für die Folge erledigt. Ich sage an dieser Stelle wieder: Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.